Es geht jetzt nämlich zum Höhepunkt des heutigen Vormittags, dem Fireside Chat. Fireside heißt eigentlich nichts anderes als Kamingespräch. Also wir werden uns jetzt gleich gedanklich vielleicht an einen Kamin begeben. Und dazu möchte ich eine kleine Gedankenreise mit euch machen. Vielleicht mögt ihr dazu einmal so ein bisschen euch auflockern. Ihr habt ja heute Nacht die ganze Zeit geschlafen. Vielleicht hat der ein oder andere schon Yoga gemacht. Könnt ihr den Kopf vielleicht so ein bisschen in den Nacken legen und dann eure Augen schließen. So, stellt euch vor, ihr sitzt auf eurer Couch. Es ist ein Sonntagabend. Draußen ist es frostelig. Ihr guckt aus dem Fenster und die Schneeflocken rieseln so leicht herunter. Ja, es wird Weihnachten. Ihr sitzt auf eurer Couch. In der Hand habt ihr einen Tee und der duftet nach Zimt. Und gleichzeitig esst ihr ein paar Spekulatius-Kekse, die ganz lecker schmecken. Und euch geht es so richtig, richtig gut auf eurer Couch. Und da hört ihr was. Und zwar ein Kaminfeuer. Das Feuer lodert und erhitzt den Raum und ihr fühlt euch wirklich total wohl und zu Hause. Wenn ihr jetzt die Augen wieder aufmacht, wenn ihr es überhaupt gemacht habt, vielleicht haben die anderen auch schon gesehen, ich sitze jetzt bei euch am Kamin. Ja, Überraschung, sorry, dass ich mich eingeladen habe. Ich habe auch noch weitere Leute mitgebracht, nämlich die GründerInnen der Startups, mit denen ich jetzt sprechen werde. Ja, es sind Startups, die selber soziale und nachhaltige Innovation verfolgen. Startups, die sich das ganze Thema zu ihrem Herzensprojekt gemacht haben und jeden Tag wieder aufstehen und eben an diesem Projekt arbeiten. Es wird jetzt so ablaufen, dass wir ungefähr eine Stunde mit den Startups reden werden, eine kleine Podiumsdiskussion machen werden und dann habt ihr Zeit für eure Fragen. Ich habe mir natürlich ganz viel Gedanken gemacht, was euch interessieren könnte, nicht was mich interessiert, obwohl ein bisschen was hat dabei auch Rolle gespielt, aber hauptsächlich was euch interessieren könnte, was ich vergessen habe oder was noch fehlt, das könnt ihr dann selber fragen. Dazu könnt ihr euch einfach melden, indem ihr hier digital die Hand hebt und dann nehmen wir euch dran. Wir werden auch vorher die Bildschirmaufnahme stoppen, das heißt, ihr werdet auf dieser Bildschirmaufzeichnung auch nicht zu sehen sein. Ich werde das dann nachher nochmal ankündigen, bevor wir die Fragen stellen. Genau, also ungefähr eine Stunde Zeit haben wir jetzt zum Reden, damit ich euch interviewen kann. Ich sehe euch schon und dann seid ihr da mit euren Fragen. Ihr könnt die Fragen, wenn ihr die nicht persönlich mit Video stellen wollt, könnt ihr sie auch im Chat posten, gegebenenfalls sogar an Hanna Zimmermann per Direktnachricht im Chat senden. Sie wird die dann alle sammeln und dann werde ich sie am Ende stellen. Das heißt, ihr könnt auch freche Fragen stellen, muss ich am Ende stellen, nicht mal ihr. Nutzt die Chance und stellt die Fragen. Ja, ich sehe, ich bin jetzt hier schon nicht alleine, sondern wir sitzen zu viert am Kamin. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich. Meine erste Gründerin wusste schon ganz früh, dass sie sich mal selbstständig machen wollte. Und zwar mit 13 hast du mir erzählt, wusstest du, du willst ein Café haben, eigentlich irgendwo in Italien, namens Passion mit Ä, das habe ich mir auch gemerkt. Heute bist du erfolgreiche Gründerin, keines Cafés mehr, aber eines Online-Shops für Lebensmittel, die nachhaltig sind, die transparent dargestellt werden und vor allem bietet ihr ein total persönliches Produkt. Ja, liebe Lea, schön, dass du da bist. Lea von Bringsel. Hi, auch von mir. Schön, da zu sein. Ja, perfekt. Nicht, dass ihr euch wundert, ihr seid vielleicht jetzt dazugekommen. Ihr steht hier unten bei mir. Das heißt, wenn ich euch angucke, gucke ich hier runter. Wenn ich rede, gucke ich da rein. Genau. Ja, mein zweiter Gründer, den habe ich schon mal gesehen, bevor ich ihn hier kennengelernt habe, nämlich in dem TV-Format Die Höhle der Löwen. Er hat da den ehemaligen Rennfahrer Nico Rosberg total zur Verzweiflung gebracht, weil der so gerne in sein Startup investiert hätte, er aber nicht mehr mit sich handeln lassen hat. Vielleicht kennt ihr das Startup Vital, vielleicht nutzt ihr deren To-Go-Verpackungen. Sie machen nämlich To-Go-Verpackungen nachhaltig. Ich bin froh, dass du da bist, lieber Sven von Vital. Oh, wir hören dich noch nicht. Dein Mikrofon ist gemutet. Sorry, der Klassiker. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, perfekt. Ja, und mein dritter Gründer, wenn ihr bei ihm Teil des Startups werden wollt, dann macht sich so ein Gefängnisaufenthalt im Zivil gar nicht so schlecht. Auch eine ehemalige Drogenabhängigkeit würde sogar ganz gut passen. Denn er gibt mit seinem Startup Menschen eine zweite Chance. Egal, wie die Vergangenheit aussieht. Das ist ihr Konzept. Ich finde das total klasse. Vor allem ist das in Deutschland leider so neu, dass eine Doku darüber gedreht wurde bei Galileo. Ja, erschreckenderweise, aber schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr da seid, lieber Christian von Heyho Granola. Danke für die Einladung. Moin in die Runde. Ja, super. Das ist schön, dass das alles gut geklappt hat.
Ganz am Anfang wollte ich mal euch fragen, was ihr denn so denkt, die Startup-Landschaft in Deutschland allgemein. Wie sozial und nachhaltig sind die Startups in Deutschland denn so im Schnitt weg? Vielleicht könnt ihr das mal so einschätzen von einer Skala von 1, was sehr niedrig ist, und 10, was sehr, sehr hoch ist. Christian, wie siehst du das? Große Frage. was ich beobachte, ist, dass es, und jetzt ja auch gerade in diesem Rahmen irgendwie, dass es richtig viele Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die strukturell Dinge zum Positiven verändern wollen und die nicht einfach nur draufschreiben, was sie machen, sondern die das wirklich leben und wirklich die Dinge im Kern zum Positiven verändern wollen. Gleichzeitig, ganz persönlich, sehe ich aber auch einen Startup-Hype um Unternehmen, Beispiel sowas wie Gorillas, wird mit 1 Milliarde bewertet, behandelt die Mitarbeitenden extrem beschissen, zahlt die Gehälter nicht pünktlich, drückt die Löhne, intransparente Gehaltsstrukturen. Gleichzeitig wird sowas gehypt irgendwie auch zum Teil in Medien. Und da denke ich mir immer, das ist ein Startup-Hype, den ich nicht cool finde, weil da teilweise Unternehmen gehypt werden, die im Kern, müsste man mich von überzeugen, was sie radikal positiv anderes für unsere Welt bewirken. Das ist so ein krasses Negativbeispiel. Gleichzeitig motiviert mich aber echt ganz, ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu sehen, die richtig gute Dinge vorantreiben wollen. Und wir wollen mit Heyho ja auch einfach einen kleinen Beitrag dazu leisten, irgendwie unsere Gesellschaft wieder so ein bisschen zusammenzubringen. Ja, super. Könntest du denn so eine Einschätzung machen von 1 bis 10 oder meinst du, das passt gar nicht für dich? Eine Einschätzung von 1 bis 10 und du meinst, wie sozial und nachhaltig sind so deutsche Startups im Schnitt? Ich glaube, dass schon, ich meine, ich habe neulich mal was gelesen, dass schon über die Hälfte aller neu gegründeten Startups zumindest im Bereich ökologischer Wandel, sozialer Wandel auch aktiv sind. Wie ernsthaft und glaubwürdig das wirklich auch gelebt wird, kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe über 5. Okay. Du hoffst über 5, ja. Ich hoffe über 5, ja. Genau. Die Antwort. Ich habe aber keine Ahnung. Also vielleicht kennt ihr jemand die Zahlen. Haben wir eine glatte 10. Was denkst du, Sven? Schließt du dich da an? Ich hätte jetzt spontan auch 5 bis 6 gesagt. Also ich glaube jetzt gerade in den neuen Gründern, diese neue Gründergeneration oder auch so wie wir, die quasi vorher gearbeitet haben und dann gegründet haben, gibt es sehr, sehr viele, die sagen, okay, sie wollen eben noch mehr Sinn stiften mit ihrer Arbeit, suchen quasi da eine soziale, nachhaltige Komponente, einfach wenn man so viel arbeitet und seine ganze Energie einbringen will. Ich glaube, deswegen ist es unter den neuen Gründern wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher, aber ich glaube, jetzt mittlerweile können sich auch Großunternehmen und Startups eigentlich ja gar nicht mehr erlauben, nicht einen klaren Purpose zu definieren, weil sie sonst gar keine Mitarbeiter mehr finden und auch die Kunden da immer mehr Wert drauf legen. Ja, das ist eine interessante Einschätzung. Lea, was denkst du? Kannst du dich auch anschließen oder siehst du das ganz anders? Ich sehe es ähnlich wie Sven und Christian. Also ich würde behaupten, es ist durchschnittlich die Hälfte, die wirklich dann nachhaltig sozial, also auf Soziales und Nachhaltiges den Fokus legt. Und wobei ich würde jetzt mal die 7 in den Raum werfen, weil viele Unternehmen natürlich, wie Sven auch schon gesagt hat, irgendwie auch gezwungen sind, auf den Zug aufzuspringen. Und wenn man muss halt bei dieser Zahl das Greenwashing ignorieren. Das ist halt nochmal ein heikles Thema. So. Aber generell sind ja jetzt alle, also man sieht das ja an Unverpacktläden, auf einmal bietet DM auch ganz viel unverpackt an, nicht weil die es super toll finden, sondern einfach, weil sie auf den Zug mit aufspringen müssen. Und das ist ja eigentlich was Gutes, so wenn auch die Großkonzerne mal anfangen, nachhaltiger zu werden. Ja, krass, dann hast du sogar noch ein bisschen höher das Ganze eingeschätzt, obwohl du ja durch Gorillas gerade eigentlich emotional getroffen sein müsst. Ist ja irgendwie ein direkter Konkurrent irgendwo von euch, ne? Rennen auch mit Fahrrädern durch die Stadt, allerdings ist alles ganz billig und die Leute sind sehr gedrückt. Aber ja, okay, also so 5, 7, irgendwo da bewegen wir uns. Ja, ihr drei, ich habe gerade schon ein bisschen erzählt, was ihr macht. Ihr deckt alle einen speziellen sozialen oder Nachhaltigkeitsaspekt ab. Sven, was macht ihr? Ich habe ja gerade schon gesagt, To-Go-Verpackungen, darum geht es irgendwie. Was genau macht ihr und was ist euch der wichtigste Wert in Bezug auf Sozialität und Nachhaltigkeit?
Ja, genau, du hast To-Go-Verpackung ist, glaube ich, für alle ein Riesenthema, gerade jetzt in Corona-Zeiten gewesen. Wir haben uns 2019, damals waren wir in der Unternehmensberatung tätig, eigentlich gedacht, okay, was ist das für eine Riesenverschwendung, wenn wir jeden Tag Essen bestellen, geliefert bekommen, nach 30 Minuten landen die im Müll. Und dann muss es doch eine bessere Lösung geben. Gleichzeitig haben wir gesagt, es gibt irgendwie keinen Mangel an Tupper-Schüsseln in Deutschland. Die sind nur nie da, wo man sie braucht und es ist nicht bequem. Und deswegen haben wir im Prinzip ein Sharing-System für Tupper-Schüsseln etabliert. Man lädt sich einfach die Vital-App runter und kann sich bei jedem unserer 1700 Partner hochwertige Mehrwegverpackungen, ich halte mal eine hier ins Bild, ausleihen. Es funktioniert über diesen QR-Code, der drauf ist. Gibt es Kaffeebecher, Sushi-Verpackung, Pizza-Verpackung. Und die Idee ist, dass man danach 14 Tage lang Zeit hat, die bei jedem Partner wieder zurückzugeben. Werden gereinigt und dann gehen die wieder in Umlauf. Wir werden von den Gastronomen bezahlt. Das heißt also für euch alle, für die Kunden ist das kostenlos, weil es eben auch Verpackungseinsparungen gibt. Also Einweg wird vermieden. Und wir haben einfach gesagt, okay, es gibt dieses Riesenproblem. Es ist, alle nervt, aber niemand hat da irgendwie eine gute Lösung gehabt und haben es dann einfach mal gemacht und merken jetzt natürlich dann in der Pandemie, dass das besonders, besonders wichtig war und natürlich nochmal mehr Verbreitung gefunden hat. Und was uns wichtig ist, deswegen messen wir ganz genau, wie viel wir einsparen durch das Digitalsystem. Wir schaffen die Anreize, dass wir verdienen nur Geld, wenn die Verpackungen genutzt werden. Das heißt also, wenn wir Verpackungsmüll einsparen, das heißt, wir haben die richtigen Anreize, dass wenn wir erfolgreich sind und wenn wir unseren Gewinn maximieren wollen, unseren Umsatz maximieren wollen, dass wir den Umweltimpact maximieren. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und dass wir eben kein Greenwashing machen. Also dass wir wirklich darauf achten, dass die Verpackungen häufig genutzt werden. Weil wenn wir Verpackungen einfach nur in die Umwelt, also rauspusten würden, auf viele Pfandsysteme, funktionieren ja ähnlich. Benutzt sie dann am Ende doch nicht. Und dann ist eine Mehrwegverpackung auch nicht besser als Einweg, wenn sie nicht genutzt wird. Das heißt, also wir achten sehr, sehr stark darauf, dass wir wirklich effektiv Verpackungsmüll einsparen. Okay. Also ihr seid eigentlich so vom Kern her sehr in den Nachhaltigkeitsaspekt unterwegs, aber ihr seid auch sozial, indem ihr sagt, wir setzen uns die Maßstäbe an, wir sind nur erfolgreich, wenn wir wirklich auch Verpackungsmüll einsparen. Also irgendwie geht da Sozialität und Nachhaltigkeit total im Einen bei euch. Ne? Also ihr deckt beides ab. Ja. Ja, cool. Lea, ich habe gerade schon gesagt, ihr habt einen Online-Shop. Ich habe auch das mit Gorillas verglichen, obwohl ihr ja eigentlich ein bisschen was anderes macht. Was sind denn bei euch so die großen Sozialitäts- und Nachhaltigkeitsaspekte, die ihr mit eurem Startup Bringsel abdeckt? Gorillas ist das beste Beispiel. Wir sagen dann, wir liefern nicht in 10 Minuten, sondern mit Herz. Haben das tatsächlich auch im Fahrradplakatrucksack gedruckt. Ist dann ganz witzig, wir liefern selber mit dem Fahrrad hier in Köln aus, versenden deutschlandweit per Post mit DHL Go Green und sammeln Verpackungsmaterial von anderen Unternehmen, die halt diese Umverpackungen haben, so eine Schreddermaschine und versuchen halt dadurch beim Postweg halt irgendwie ja, ein bisschen die Ressourcen zu sparen. Ich würde jetzt niemals behaupten, dass ein Online-Shop, der deutschlandweit mit per Post versendet, irgendwie super nachhaltig ist. Weil wir in Köln sitzen und man in Köln einfach schneller von A nach B kommt, haben wir uns dann fürs Fahrrad entschieden, auch weil es einfach auch schöner ist, die Kunden persönlich kennenzulernen, auch nochmal für Rückfragen bereitzustehen. Und das ist einmal so dieser Nachhaltigkeitsaspekt, dass wir halt auch mit regionalen Manufakturen arbeiten, die wir alle persönlich kennen. Also ich kenne jeder unserer über 60 Partner persönlich, habe mit jedem schon mal einen Kaffee getrunken oder auch ein 1 bis 10 Bier und versuchen halt, also viele unserer Partner beliefern uns auch direkt mit dem Fahrrad oder wir holen uns vor Ort ab. Bei manchen, die jetzt ein bisschen weiter weg sitzen, wie in Düsseldorf oder Bonn, die senden uns das dann per Post. Auch da sammeln wir das Verpackungsmaterial und das ist so der nachhaltige Aspekt. Es ist halt viel unverpackte Ware, ist viel handgemachte Ware, ist hier plastikfreie Ware und der soziale Aspekt ist bei uns einfach ganz klar, den Menschen so Bewusstsein zu verschaffen, dass Produkte teuer sein dürfen, vor allem wenn sie handgemacht sind, also wie viel Arbeit da auch drin steckt, aber dass man sie halt auch bewusst genießen sollte. Und wenn wir das den Kunden persönlich ausliefern, dann können wir halt auch nochmal erzählen, was man damit so machen kann, wie
die Ruth über 60 in Köln die Marmelade selber eingekocht hat und ihre Mutter, die U90 ist, mit drei anderen älteren Damen dann diese Bändchen drumherum bindet, die eine Loch, die andere Knote, die andere schreibt drauf. Also das ist, dann zelebriert man das Essen und genießt einfach noch mehr und schätzt einfach so mehr die Urstoffe wert. So, das ist so unser Herzensprojekt auch, genau, dass wir da halt sagen, so, also ihr solltet euch bewusst sein, wie viel Liebe in diesen Produkten steckt und dass sich da wirklich ein Mensch wirklich viel Zeit genommen hat, um das so zu optimieren, damit es dir auch schmeckt. Ja, super. Ja, du hast den Job auch schon ein bisschen schmackhaft gemacht für unsere Zuschauenden. Bier und Kaffee mit jedem, der Partner einmal trinkt, klingt schon mal nicht verkehrt. Christian, ihr macht ja, also bei euch würde ich jetzt so vom Bauch her sagen, ihr seid eher sozial, aber ich merke hier immer mehr, Sozialität und Nachhaltigkeit geht immer im einen, das habe ich bei euch auch schon gemerkt. Was macht denn ihr genau? Wir sind eine Müsli-Rösterei, also wir sagen, wir sind eine soziale Müsli-Rösterei, wir rösten Granola, also ist eigentlich so die Lea, als du gerade sagtest, Stempeln und Binden und sowas, so, ich weiß nicht, ob die oder der eine unsere Produkte schon mal gesehen hat, also wir vermarkten geröstete Müslis im Glas, also auch ganz bewusst plastikfrei. Und kann ich gleich nochmal so ein bisschen was zu den Produkten erzählen, aber wir haben Heyho vor jetzt gut fünf Jahren gestartet, und zwar mit dem Ziel, eine Biomanufaktur aufzubauen, die nicht nur extrem leckere und hochwertige Bio-Lebensmittel handmade produziert, sondern durch die eigene Produktion auch einen sozialen Impact erzielt, nämlich wieder Menschen am Arbeitsleben teilhaben zu lassen, die vom ersten Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. Wir sind da inspiriert von einem Projekt aus den USA, die Grayston Bakery, ist ein Betrieb, den es in den USA seit 30 Jahren gibt. Die haben eine sogenannte Open Hire Policy. Das heißt, wenn die Bäckerei, das ist inzwischen einer der größten Brownie-Bäcker der USA, beliefert unter anderem Ben & Jerry's Ice Cream und Whole Foods in den USA, sind knapp 200 Menschen, glaube ich, die aktuell da angestellt sind. Und die haben eine sogenannte Open Hire Policy. Das heißt, wenn die eine Person für die Produktion suchen, dann schreiben die eine Liste aus und die erste Person, die sich in die Liste einträgt, kriegt den Job, egal wie der Lebenslauf ist. Und wir fanden diese radikale Offenheit gegenüber Menschen so inspirierend, dass wir vor 5 Jahren entschlossen haben, lass doch auch mal so starten. Tim und ich kennen uns aus der gemeinsamen Zeit für Ben & Jerry's. Also wir haben beide für Ben & Jerry's Deutschland gearbeitet. Dann kam noch Stefan dazu, der 15 Jahre lang eine Einrichtung für wohnungslose Menschen in Lüneburg geleitet hat. Also so die Kurzform ist, wir rösten sehr besondere Bio-Lebensmittel in der eigenen Produktion hier in Lüneburg und genau, und haben eben mit dem Ziel, Jobs zu schaffen für Menschen, die mal in Haft saßen, Menschen, die aufgrund von Suchterkrankungen irgendwie länger oder vielleicht auch noch nie richtig gearbeitet haben, weil wir an menschliche Potenziale glauben und auch an Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten und an einen Arbeitsmarkt, der Inklusion weiterdenkt als nur Männer-Frauen-Verhältnis oder vielleicht Nationalitäten, was auch extrem wichtig ist. Ich will damit diese Form der Diversität nicht kleinreden. Ich will nur sagen, dass es so viele Menschen gibt, die krasse Potenziale mitbringen, die nur einfach Lebensläufe haben, wo man sagen würde, die landen nicht oben auf dem Stapel. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht total gute Leute sind. Und das wieder zu heben und zu zeigen und das auch nicht als kleines Sozialprojekt, sondern als funktionierenden Betrieb. Wir sind eine ganz normale GmbH mit einer klaren sozialen Zielsetzung. Wir sind inzwischen 25 Menschen bei uns im Betrieb. 9 davon aus dem Personenkreis. Das sind Leute, die unter anderem aufgrund von Heroinabhängigkeiten in Haft saßen mehrere Jahre, die inzwischen clean sind, die bei uns arbeiten. Genau. Ja, super. Das ist so das Ziel. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Es ist sehr vielseitig. Ich merke, macht sich auch schon ein Geschäftsmodell auf. Granola in Weichelverpackung bei Lea verkauft. Deswegen haben wir euch zusammengebracht übrigens. Nein, ist nur ein Spaß. Aber ja, cool. Klingt total interessant. Und mir wärmt es auch wirklich das Herz, wenn man so hört, wie ihr das Ganze angeht und wie ihr dann irgendwie auch da so einen Impact schafft. Und es klingt gleich richtig groß und schön. Trotzdem seid ihr ja am Ende alle Startups. Sven, du hast gerade gesagt, ja, wir messen uns nur an Erfolg, wenn wir auch wirklich was einsparen an Verpackungsmüll. Aber letztendlich, wenn ihr nichts einspart, dann verdient ihr auch kein Geld und seid bankrott. Also wie macht ihr das? Wie findet ihr da eine gute Balance? Weil letztendlich müsst ihr ja auch Geld verdienen. Und
dann fragt sich vielleicht der ein oder andere, okay, ist das mit dem Sozialen und nachhaltig eher ein Vorwand und eigentlich geht es am Ende doch um Geld oder lässt sich das super einfach vereinbaren, Sven? Ja, ich glaube, also wir sagen ganz klar, also wir glauben daran, dass gewinnorientierte Unternehmen eine sehr, sehr gute Möglichkeit sind, Impact zu schaffen, weil wenn es sich selber trägt, das Geschäft, und eine skalierbare Lösung ist, die breit ausgerollt werden kann, dann kann man auch den Impact skalieren, den wir haben wollen. Und deswegen haben wir eben am Anfang sehr, sehr stark oder achten grundsätzlich sehr, sehr stark darauf, wie wir das aufbauen, wie wir eben Geld verdienen und dass das übereinander passt. Und deswegen sagen wir dann, okay, wir brauchen natürlich Investitionen, wir wollen ein zukunftsfähiges und tragfähiges unternehmerisches Unternehmen aufbauen. Das heißt also, wir wollen Geld verdienen, aber das tun wir eben, indem wir Verpackungsmüll einsparen. Und das, wenn wir mehr Verpackungsmüll einsparen, verdienen wir auch mehr Geld. Und deswegen ist es aus unserer Sicht kein Gegensatz, dass man sagt, man vereint Impact und Geld verdienen. Und wir legen aber eben sehr, sehr viel Wert darauf, dass das genau übereinander passt und wir das eben auch entsprechend messen. Und wir haben natürlich, wir messen natürlich auch Umsatz und die ganzen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Aber man kann eben auch genau sehen, okay, so und so viel Verpackungsmüll haben wir schon eingespart und das passt eben zusammen. Ja, super. Ja, wir haben ja heute viele Leute hier im Publikum sitzen, die sehr interessiert an dem Thema sind, soziale nachhaltige Startups oder soziale und nachhaltige Projekte, aber vielleicht noch nicht gegründet haben oder wahrscheinlich noch nicht gegründet haben. Den Weg seid ihr ja schon gegangen. Ich würde da gerne mal ein bisschen sowas von euren Erfahrungen hören. Lea, als du diese Idee hattest zu gründen, ich habe ja vorhin erzählt, mit 13 wusstest du schon irgendwie, dass du mal einen Kaffee haben willst. Jetzt machst du aber eher Startup. Wie bist du vorgegangen, als du so wusstest, okay, ich will jetzt ein Social Sustainable Startup gründen? Genau, also ich würde mal sagen, bei mir war das ein bisschen anders. Ich hatte dann sogar vor ein paar Jahren ein kleines Bistro, wo ich halt mit regionalen Manufakturen nur gearbeitet habe, weil ich ganz klar gesagt habe, ich kann am besten das verkaufen, wo ich die Menschen hinterkenne. Und ich war schon immer ein ganz großer Freund von eine schöne Atmosphäre schaffen und einfach dieses Zwischenmenschliche genießen und weiterleben. Und da habe ich dann Tamara, die Hauptgründerin von Bringsel, kennengelernt, die zeitgleich, als ich das Bistro geöffnet habe, halt online gegangen ist. Sie hatte selber eine eigene Kreation an Aufstrichen und 5 Manufakturen im Onlineshop, also noch ganz klein und so nebenbei, und hatte halt nur das Ziel, denen die Plattform zu stellen, weil die noch sehr klein sind, und das mit dem Fahrrad hier in Köln auszufahren. Wir waren dann die ganze Zeit im Gespräch, und als ich mein Bistro geschlossen habe, waren wir dreimal Kaffee trinken und waren direkt so, okay, wir haben die gleiche Version, wir wollen eine Plattform schaffen, wir wollen ja, diese kleinen Manufakturen zelebrieren und irgendwie der erste persönliche Online-Shop werden. So, na, also die Grundidee war, die Plattform und halt dieses Persönliche zu erschaffen. Und genau, und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und peu à peu sind dann die Ideen gekommen, wie man dann wirklich persönlich werden kann als Online-Shop. Okay, also habt ihr erstmal so ein Brainstorming gemacht, geguckt nach, natürlich wieder Kaffee getrunken, geguckt nach Ideen, was man machen kann, und seid dann so Schritt für Schritt weiter vorgegangen. Und bei dir ist es halt dann sehr über deine MitgründerInnen auch irgendwie gekommen, ne? Genau, also sie hat die Plattform geschaffen und dann kam halt mein ganzer Input zu der Persönlichkeit, und dadurch kam halt diese Ergänzung auch. Das mit dem Fahrrad, wenn ich Lieferungen gemacht habe, dann habe ich gemerkt, hey, warum bieten wir nicht an, dass wir auch Überraschungslieferungen machen und Happy Birthday singen, so, ne? Wenn wir doch eh ausliefern, ich bin für jeden Spaß zu haben, so, und dann, ja, kam das. Perfekt. Ja, super. Und Christian, ihr seid auch mehrere im Team, ihr hattet auch dann ein Team gefunden. Wie seid ihr danach weiter vorgegangen? Seid ihr dann zu dritt direkt losgegangen und habt dann gesagt, so, jetzt machen wir unsere erste GmbH, oder wie macht man da so Schritt für Schritt nach der ersten Idee weiter? Vor allem bei so einer verrückten Idee, wie ihr die habt, die ja vielleicht auch, wer weiß, ob das funktioniert oder nicht, oder? Ja, ich probiere es mal irgendwie kurz zu halten. Also ich habe, nachdem ich mit meinem Studium fertig geworden bin,
habe ich 2 längere Praktika gemacht, eines in einer großen Werbeagenturgruppe in Hamburg. Habe da gedacht, boah, bloß nicht in so eine große Werbemaschine. Bin dann noch mal ein halbes Jahr bei Ben & Jerry's im Marketing gelandet, was der Jackpot-Job war, weil es erstmal jeden Tag leckere Eiscreme aus Truhen gab und ich einmal in die Ben & Jerry's Fabrik nach Holland fahren durfte, was ungefähr, glaube ich, der schönste Arbeitsplatz neben unserem hier der Welt sein muss. Und habe da Tim kennengelernt und das war, glaube ich, so ein wichtiger Inspirationsmoment, weil ich gemerkt habe, wie viel Freude es machen kann, für eine Marke zu arbeiten, die erstmal sehr hochwertige Lebensmittel produziert und gleichzeitig noch mehr macht, als eben nur höchstmöglichen Gewinn aus Lebensmittelverkäufen zu erzielen. Tim hat mich angestellt als Praktikanten damals und dann war mein Praktikum da zu Ende. Tim ist in Elternzeit gegangen. Wir haben eigentlich realistisch nur eine Woche miteinander gearbeitet, weil seine 4. Tochter auf den Weg kam und er dann früher raus musste. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben danach, sind wir immer in Kontakt geblieben und haben Ideen gesponnen, haben gesagt, wenn wir selber mal was starten würden, wie würden wir es eigentlich angehen? Und wir haben, ursprünglich war die Idee mal, wir vermarkten Produkte und spenden dann einen Teil der Erlöse, also wie das viele Unternehmen ja auch machen, und sei es Share oder Lücker oder wie sie auch alle heißen, was grundsätzlich ja auch total gut ist, irgendwie immer erstmal durch den Verkauf der Produkte irgendwie was anderes zu unterstützen. Das war erstmal so die Konzeptidee. Es hat sich aber nie richtig rund angefühlt für uns, weil wir gemerkt haben, oh, irgendwie fehlt da so ein bisschen das richtig Echte dran. Und dann hat Tim durch einen Zufall, Tim hat 4 Kinder, war auf Klassenfahrt und hat auf der Klassenfahrt war er als Papa mit dabei und hat da Stefan kennengelernt, dessen Sohn auch auf Klassenfahrt mit war. Und Stefan hat eben Erfahrung aus der Arbeit in der Wohnungslosenhilfe und die standen irgendwie mal im Regen draußen und unter irgendeinem Vordach und haben sich irgendwie unterhalten. Und da hat Tim irgendwie von unseren ersten Ideen erzählt, einen Müsli-Betrieb zu starten, aber ganz anders als alles andere. Und Stefan hat eben aus seiner Erfahrung erzählt in der Arbeit aus der Wohnungslosenhilfe. Und eben weil diese Grayson Bakery, von der ich vorhin erzählt habe, Lieferant ist für Ben & Jerry's in den USA. Und Stefan wirklich genau zu dem Zeitpunkt gerade ein Buch gelesen hat von dem Gründer dieser Grayson Bakery, kam dann alles zusammen. Also eigentlich ist es eine Konstellation von 2, die aus der Lebensmittelbranche kommen. Ich habe vorher in Kreativagenturen gearbeitet und Stefan eben, der wirklich aus der Sozialarbeit kommt, was ja eigentlich Bereiche sind, die nicht klassisch zusammengehören. Da kam irgendwie so die Magie zusammen, dass wir gesagt haben, jetzt wird es erst eigentlich richtig rund, wenn wir auch den Betrieb selber starten. Das war aber auch ein Vorlauf von 2 Jahren. Also man muss ja auch die Lebenskonstellation so bauen, dass das geht. Tim und Stefan haben noch nebenbei in ihren alten Jobs gearbeitet. Ich habe meine alte Anstellung gekündigt, habe ein halbes Jahr in einem Schuhladen gearbeitet, einfach damit ich irgendwie meine Miete bezahlen konnte und irgendwie ein bisschen was im Kühlschrank hatte. Habe dann einen Gründungszuschuss beantragt, der mich erstmal ein Jahr lang so abgesichert hatte, dass so die Basis, also dass ich halt einfach meine Miete zahlen konnte, und habe in der Zeit angefangen, den Businessplan mit Tim für Heyho zu schreiben. Und dann haben wir jetzt im November 2016 die GmbH gegründet. Also es war dann irgendwann so, wir haben jetzt diese Idee, machen wir jetzt ernst oder nicht? Und dann haben wir halt gesagt, wir machen das jetzt. So. Ja, cool. Also ihr habt eigentlich einen langen Weg, seid ihr da gegangen, aber eigentlich geht es darum, Ideen zu entwickeln und immer weiter zu entwickeln, mit Menschen drüber zu sprechen. Und gerade das Thema Existenzgründungszuschuss, da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wir sind ja vom Gateway und den Career Services und wir wissen zum Beispiel darüber ganz viel und helfen auch bei den Anträgen. Also auch wenn ihr noch in der Uni seid und irgendwie Lust habt zu gründen, dann habt ihr da vielleicht sogar ein kleines Plus, weil ihr eben diese Institution nutzen könnt und wir euch bei allem helfen. Genau. Ich finde, wir sollten mal so ein bisschen weiter tiefer reingehen in das Thema sozial und nachhaltig Startup. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag dann eigentlich aus? Weil vielleicht will der ein oder andere sich auch nicht selber selbstständig machen, sondern eher mitarbeiten oder anders Teil werden. Was ist denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir, Sven? Oder vielleicht eine Arbeitswoche? Ich weiß nicht, jeder Tag, wenn man mich das fragen würde, ist ja nicht jeder Tag so speziell, aber so grob eine Woche, wie sieht das bei dir aus? Ja, also ich bin jetzt, wir sind 3 Gründer. Ich bin verantwortlich für das Thema Produkt, also Produktentwicklung. Einerseits eben das physische Produkt, unsere Verpackungen, Becher, Bowls, also das technische Produkt und den Vertrieb. Das heißt, ich arbeite sehr, sehr viel quasi mit unserem Tech-Team und den Kunden daran, quasi die Bedarfe aufzunehmen für viele, viele Gespräche mit, als auch großen Kunden. Wir arbeiten noch mit 4 Kantinen zusammen zum Beispiel.
Und das sieht eigentlich, die Woche sieht immer so aus, dass ich sehr, sehr viele Kundengespräche habe, neue Kunden, Bestandskunden, da aufnehme, was die Bedarfe sind, versuche das Produkt auch an den Mann zu bringen für die großen Kunden und dann mit unserem Team überlege, okay, wie können wir da, wie können wir die Anforderungen am besten umsetzen, was könnten neue Produkte sein, Produkterweiterungen, Produktfeatures, die es noch spannender machen, also so ein, zum Beispiel so ein Impact-Tracker für die Webseiten von Unternehmen entwickelt, wo sie live sehen können, wie viel Verpackungsmüll sie jetzt zum Beispiel in ihrer Kantine eingespart haben. Und das feiern die dann total und dann posten die auf LinkedIn, wie viel sie da schon eingespart haben. Die Mitarbeiter posten ganz stolz, hier, ich habe schon 70 Dinger eingespart und dann postet der nächste runter, boah, ich habe schon 100. Also dieses Gamification für die gute Sache, was wir versuchen dann zu nutzen. Mhm. Und dann ist es gleichzeitig natürlich auch viel mit dem Team zusammen, das Team zu steuern, das mit dem Team zusammen überlegen, wie können wir jetzt noch, welche Gastronomen sprechen wir noch an, welche Kunden sprechen wir noch an. Ist also sehr, sehr vielseitig und das glaube ich auch das Spannende am Gründer sein, dass man macht ja sehr, sehr viel auch noch selber und ist sehr, sehr hands-on. Gleichzeitig ist aber natürlich auch die Diskussion mit Investoren, mit strategischen Partnern, also immer so dieser Wechsel zwischen nahem Kunden sein, aber dann gleichzeitig auch eben sehr, sehr strategisch unterwegs. Ja, cool. Ja, das ist dieses Gefühl, was man dann hat, wenn man so sieht, wie viel Verpackungsmüll dann schon eingespart wurde, also was eure PartnerInnen dann in dem Fall haben, ist ja genau so was Tolles, wo man auch denkt, wow, mit so einer kleinen Veränderung habe ich jetzt so viel geschaffen, weil ich gesagt habe, ich nehme jetzt nicht mehr Plastik, sondern Weitel. Ihr seid doch da dann eigentlich immer so richtig so, ja, Heilsbringer zum Teil oder die Leute sehen euch doch bestimmt zumindest so und man kriegt viel Erfüllung davon, so stelle ich mir das vor, wenn man in so einem Startup, so einem Social Startup arbeitet oder sogar man das selbst gegründet hat. Sieht das in der Realität dann auch wirklich so aus, Lea, dass man immer so sagt, boah, cool, heute habe ich wieder richtig was Impact geschafft und dann kommt man zu seinen Freunden und die sagen, richtig cool, Lea, du hast wieder richtig Impact gemacht oder wie sieht das in der Realität aus? Also bei uns ist es ein bisschen anders, da wir schon Ende 2017 gegründet haben, aber erst mal alleine. Wir haben keinen Gründungszuschuss. Ich bin auch erst seit Oktober letzten Jahres Vollzeit dabei. Davor haben wir das beide nebenbei gemacht. Meine Geschäftspartnerin arbeitet 4 Tage die Woche, um das Ganze zu finanzieren und ein Backup zu halten. Und manchmal, ja, kann man sich auf die Schulter klopfen, aber an anderen Tagen denkt man sich so, okay, ich habe gefühlt nichts geschafft, weil meine Hauptaufgabe ist eigentlich Marketing und Vertrieb. Ich muss dazu sagen, ich bin gelernte Hotelfachfrau. Vertrieb ist eine Sache, Marketing habe ich jetzt nie krass gelernt. Ich habe ganz damals mal dieses Buch Marketing für Dummies gekauft und ganz stolz gelesen. Aber natürlich heimlich gelesen und versuche halt da auch so ein bisschen anders zu denken. Das macht mir eigentlich auch am meisten Spaß und wenn da dann was Gescheites rauskommt, ist das mega. Aber ich bin halt auch für die Fahrradlieferung, Warenwirtschaft, die Praktikanten und unsere 2 Aushilfen zuständig und dementsprechend, Tagesanfang denkt man sich, ich streiche 3 Dinge von der Liste und am Ende sind es 10 Punkte mehr geworden. Also es ist schon jeden Tag wieder eine neue Herausforderung. Das kennt, glaube ich, jeder, aber das ist bei euch, weil ihr dann auch immer verantwortlich seid, wahrscheinlich eine spezielle Situation. Christian, aber trotzdem, du hast ja erzählt, du warst bei Ben & Jerry's, auch mit deinem Mitgründer. Und dann hast du irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt diese soziale Idee, die verfolgen wir. Kriegt man denn jetzt, wenn du das so vergleichst, dieses Thema kapitalorientiertes Unternehmen, Ben & Jerry's oder eigenes soziales Startup, fühlt man sich dann ja viel, viel erfüllter oder ist das immer nur in der Theorie so? Also Ben & Jerry's wurde, muss man wissen, wurde 2005 von Unilever gekauft. Also die wurden tatsächlich von einem großen Konsumgüterhersteller gekauft. Mit einem sehr strengen Aufsichtsrat, der immer noch alle Entscheidungen sozusagen absegnet. Wir sind da ja kein Vergleich, sondern wir haben gesagt, wir wollen einfach strukturell irgendwie Dinge einfach anders angehen. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, das ist so ein Bashing, die Großen gegen die Kleinen, sondern jeder probiert ja auf seinem Level irgendwie die Dinge konstant besser zu machen. Und klar, als, sage ich mal, große Firma hast du halt, gerade wenn du in so einen Riesen wie Unilever eingegliedert bist, hast du theoretisch andere Hebel, die du ziehen kannst, um Dinge schneller zu bewirken. Einfach, weil du andere finanzielle Mittel hast. Die haben wir in der Form natürlich noch nicht. Aber
Die Frage war, ob mich das mehr mit Erfüllung, kannst du die Frage nochmal kurz wiederholen? Ich glaube, genau. Ich habe es noch nicht 100% verstanden. Mehr, dieses, also spürst du, weil du im sozialen Startup arbeitest, dass du so sagst, okay, das gibt mir so total was zurück? Also ja, auf jeden Fall. Und der Grund, warum ich damals, ich hatte einen gut bezahlten, sicheren Job in einer spannenden Firma vorher. Das war nicht Ben & Jerry's, sondern ich habe nach dem Praktikum bei Ben & Jerry's noch 4 Jahre lang in Kreativagenturen gearbeitet, war da angestellt und habe dann bewusst da gekündigt, weil mir total die inhaltliche Erfüllung gefehlt hat. Okay. Also es war wirklich sozusagen ein krasser Rückschritt auch von den Lebensverhältnissen und Co. Und insofern weiß ich jetzt jeden Tag, wenn ich irgendwie morgens aufs Fahrrad steige und dann auch hier zur Rösterei irgendwie fahre, wofür ich das mache. Insofern, ja, das macht auf jeden Fall, ich könnte es gar nicht mehr anders, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also so, wenn man das einmal irgendwie was gefunden hat, was man gerne macht, was trotzdem anstrengend ist und auch Kraft kostet, so, aber man weiß im Kern, warum man es macht. So, ja. Und da könnte ich nicht mehr von zurück. Ja, und zusätzlich arbeitet man ja auch mit gleichgesinnten Kollegen dann auch noch zusammen, ne, die auch zusammen an diesem Strang ziehen und eine Mission haben. Das gibt doch bestimmt auch noch was zurück. Sven, du nickst ganz, ganz, ganz stark. Ja, ist das irgendwie schön, da zusammenzuarbeiten? Ja, genau. Ich glaube, das ist auch wirklich das Coole, dass man sagt, man kann im Team da, alle haben im Prinzip die gleiche Motivation. Alle sagen, okay, wir wollen Verpackungsmüll einsparen, wir wollen den Kunden zeigen, wie einfach es ist, dass es Spaß machen kann und das ist eben enorm motivierend. Ich glaube, das schönste Gefühl so am Gründen ist ja, wenn man sagt, man hat einmal die Idee gehabt und das ist ja am Anfang ein Konzept und dann versucht man das mal zu testen und dann resoniert das mit den anderen und dann finden die es auch gut, dann denken wir schon, ja gut. Und wenn man dann aber die ersten Leute, also ich freue mich immer noch, wie Boll und Grinz jeden an, der mit einer Weitelschale rumläuft und denkt immer direkt so, yes, das ist einfach das schönste Gefühl, so als Gründer, wenn man sieht, dass es Realität wird und die Produkte oder der Service genutzt wird und die Leute wundern sich dann auch manchmal, weil ich den so angrinse und nach dem Motto, man kennt sich ja, obwohl das ja Quatsch ist, aber ich denke, man ist eben diese Begeisterung, dass man sagt, okay, für die hinter einer Idee, hinter der man voll steht, wenn man sieht, dass die dann auch von anderen gefeiert wird oder von dem Team dann auch so mitgetragen wird und nach draußen getragen wird, das ist echt ja, sehr erfüllend, finde ich. Ja, also wenn ihr sonntags morgens euer To-Go-Essen holt und jemand euch auf der Straße total stark angrinst, dann wisst ihr, es ist Sven, wenn ihr gerade eine Weitelverpackung in der Hand habt. Ihr braucht keine Angst haben, es ist nur der... Kein Creep. Ja, genau. Ja, super. Ja, also wir haben jetzt gesagt, es ist dieses Erfüllung, wenn man sieht, das bringt was, diese Erfüllung aus dem Job heraus, das Zusammenarbeiten mit Kollegen, die zusammen an einer Mission arbeiten. Lea, was sind noch so weitere Vorteile daran, Teil eines sozialen oder nachhaltigen Startups zu werden und nicht einfach irgendeinen anderen Job zu machen? Also ich kann nur für mich sagen, ich habe meinen absoluten Traumjob gefunden. Dementsprechend, wenn ich morgens aufstehe, klar, vielleicht würde ich mal gerne eine Stunde länger schlafen, aber ich stehe auf und denke gar nicht darüber nach, dass ich jetzt arbeiten muss, sondern ich sage, boah, ich stehe heute auf und gehe meiner Leidenschaft nach. Ne? Und das ist in dem Fall halt mein Job. Klar gibt es nicht nur Punkte, die super viel Spaß machen, aber es macht einfach unfassbar viel Spaß und diese Abwechslung. Und also man ist ja auch gezwungen, gerade beim Anfang, gerade beim Gründen, irgendwie in 1000 verschiedene Bereiche zu schnuppern, auch sich Dinge anzueignen, wo man gedacht hat, okay, damit werde ich mich nie in meinem Leben beschäftigen. Das macht mir gar keinen Spaß. Ich hätte nie gedacht, dass ich gerne am Laptop sitze und arbeite. Ich fand das früher katastrophal. Aber jetzt, also es erfüllt einen einfach mega, wenn man wirklich so komplett das machen kann, worauf man Bock hat. Klar ist man mal auch gehemmt finanziell, dass man nicht alle Ideen direkt umsetzen kann, aber da muss man halt kreativ werden. So, ne? Und diese Hürden dann zu überwinden, es macht einfach... Also eigentlich sitze ich jeden Tag mit einem Lächeln auf dem Fahrrad und grinse mir einen ab. Ich glaube, das sieht doch relativ komisch aus. Vor allem, nachdem ich bei einer Kundin im Kunden war und dann die irgendwie blamiert habe mit peinlichen Gedichten oder so. Das macht einfach richtig Bock. Die grinsenden GründerInnen in Köln. Ja. Ja, wir wollen ja aber, also es klingt total cool, dass es so viel Spaß für euch macht. Ich glaube, so eine Selbstständigkeit, das müssen wir vielleicht auch mal beleuchten. Was sind so Nachteile, sind die damit mitkommen. Christian, was sind denn so die Themen, die ja bei so einer sozialen und selbstständigen Gründung, klar, das Geldthema hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal, aber was sind noch so darüber hinaus
Themen, wo man mit sich dann aufpassen muss oder die vielleicht auch einfach nicht so Spaß machen? Dein Mikrofon ist noch aus. Also Dinge, die nicht so Spaß machen, sind so ganz Finanz- und Buchhaltungssachen. Bei mir persönlich, die liegen auch noch so, aber da habe ich viel dazugelernt. Aber davon mal abgesehen, ja, es ist, glaube ich, schon am Anfang so ein bisschen auch Zweifel, also so je nachdem, wie man so veranlagt ist, aber schon auch Momente des Selbstzweifels, wo man denkt, alter Schwede, übernehme ich mich hier nicht gerade oder wir uns und sind wir nicht völlig bekloppt, was wir hier tun. Ich weiß noch, als wir die erste Palette Gläser bestellt haben, es waren irgendwie so, ich glaube, es waren 4.800 Gläser oder sowas, die haben wir in so eine Garage in Lüneburg liefern lassen. Und dann kam da dieser LKW und hat diese Palette da abgeladen in diese gemietete Garage. Und dann standen wir so davor und dachten so, alter Schwede, wir haben jetzt hier einen LKW hinbestellt, der uns jetzt hier 5.000 Gläser hingestellt hat. Seid ihr nicht völlig bekloppt? So, oder sind wir nicht völlig bekloppt? Also so diese kurzen Momente des, was machen wir hier eigentlich? Die sind schon dabei. Und ich glaube, dann heißt es einfach weitermachen irgendwie und sich gucken, dass man sich weiter weiter gute Laune irgendwie macht. Im Team tatsächlich auch und auch, glaube ich, austauscht. Und darüber spricht, wenn man mal Momente hat, wo man sagt, so, boah, ich schwimme gerade ein bisschen, das vielleicht auch einfach mit seinen Partnerinnen und Partnern dann einfach zu teilen und zu sagen, weil dann erfährt man nämlich ganz oft so, ja, geht den anderen erstens genauso und im Zweifel haben sie vielleicht noch einen schlauen Tipp, wie man vielleicht dann mal kurz wieder davon runterkommen kann. Also da auch keine Scheu zu haben, das zu teilen, habe ich gelernt, dass das sehr wertvoll sein kann. Aber die Momente, kann ich nur persönlich sagen, gibt es auf jeden Fall. Und gab es in der Vergangenheit mehr. Inzwischen ist es besser geworden. 5.000 Gläser standen plötzlich auf dem Hof. Ja, das ist natürlich, kann ich mir vorstellen, dass man dann so denkt, wow, jetzt muss genau, man die letzte, irgendwie passieren lassen. Ne? Genau, und jetzt diese Woche werden, ich glaube, 54.000 Gläser in Außenlager geliefert und ich kann ruhiger schlafen als bei den ersten, weil ich weiß so, okay, wir kriegen das hin. So, irgendwie, keine Ahnung, aber wir kriegen es hin, weil wir jetzt so die Erfahrung der letzten 4,5 Jahre haben und echt auch ein Team hier vor Ort, wo man weiß, okay, man kann sich halt auch echt auf die Leute verlassen. So, das ist halt auch wichtig. Es ist ja nie eine Einzelleistung, sondern es ist ja immer eine Gesamtleistung. Genau. Ja, ihr nickt ganz, ihr nickt Sven und Lea. Ja, absolut. Also ich glaube, es geht nur im Team, auch weil sich dann ja Kompetenzen ergänzen. Also ich bin das Thema Christians angesprochene Buchhaltung, Finanzen oder so, das ist auch nicht so mein Fable. Das macht bei uns dann zum Beispiel mein Mitgründer Tim. Und so hat ja jeder irgendwie auch so seine Stärken, die er mit einbringen kann und fängt dann auch das auf. Wir haben zum Beispiel auch alle gleichzeitig mehr oder weniger Familie noch gegründet. Das war auch noch so eine besondere Herausforderung. Also es ist natürlich eine krasse Motivation auch, wenn man merkt, also wir haben, war auch Teil der Überlegung, zu sagen, okay, wir wollen was machen, wo wir für unsere Kinder, Enkelkinder irgendwann mal die Welt ein bisschen besser machen. Aber es ist natürlich dann auch ein krasser Spagat, aber da hilft es dann enorm, dass wir alle für den anderen Verständnis haben. Also weil wir alle drei Kinder haben, wissen wir auch genau, okay, wo man Abstriche machen muss und wo dann Familie einfach ganz klar auch vorgeht und was dann die Flexibilität ist. Und das ist natürlich das Gute, wenn man im Team gründet, dass das dann nicht alles an einem hängen bleibt. Ja, dieses ist natürlich auch ein Thema mit der Arbeitsbelastung, die mit so einem Startup mitkommt. Lea, du hast vorhin gesagt, am Tagesanfang habe ich 3 To-Dos, am Tagesende sind es 10. Und bei Social Startups gibt es ja immer noch diese extreme Motivation, dann irgendwie was zu machen, weil man auch denkt, wow, ich kann jetzt Impact haben, anstatt auf der Couch zu sitzen. Es gibt sogar Studien, die sagen, dass soziale GründerInnen viel eher an Burnout erkranken als nicht soziale GründerInnen. Wie sichert man sich dagegen ab, Lea? Oder siehst du das gar nicht so und du grinst wirklich den ganzen Tag nur vor dem PC? Ich glaube, also die größte Hürde ist halt einerseits diese ewig vielen Stunden. Ich sage auch immer, ich will 200% geben, weil wir eben nicht zum Beispiel die finanziellen Mittel haben. So, das heißt, wir müssen einfach anders Marketing machen, wir müssen anders vorgehen, wir müssen schneller vorgehen, wir müssen einzigartiger vorgehen, weil wir weniger andere Mittel haben. Wir sind ein viel kleineres Team, wir haben weniger finanzielle Mittel und genau, dementsprechend
Was war jetzt die Frage? Wie geht man nachhaltig mit seiner Arbeitskraft um? Genau. Also es ist schon wichtig, schon so einen Tag in der Woche zu haben, wo man einfach abschaltet, alleine einfach, damit die Kreativität und die Lust und Laune auch wieder herkommt, zurückkommt. Und ich glaube, ich bin aber auch die falsche Ansprechpartnerin. Also ich habe eigentlich gesagt, gar kein Problem, 7 Tage die Woche ins Büro zu fahren. Solange es halt auch einen Tag gibt, wo ich sage, ich muss nichts meiner To-Dos machen, sondern ich kann jetzt das machen, worauf ich Bock habe. Und wenn ich Lust habe, dann eine Runde Fahrradlieferungen zu machen, statt die Aushilfe zu schicken, oder Lust habe, mir eine Marketing-Idee auszudenken, weil ich gerade im Café sitze und irgendwie begeistert von den Menschen bin, die irgendwie sich über was Tolles unterhalten, dann ist das was anderes. Aber dieser eine Tag muss auf jeden Fall gegeben sein, wo man seinen Kopf komplett ausschalten kann, wo man auch ein bisschen Abwechslung hat, weil man muss zwischendurch immer wieder vom Projekt weggehen, damit man das auch von der Ferne betrachten kann. Und das geht halt nicht, wenn man die ganze Zeit so am Rechner sitzt. Aber generell, ich glaube tatsächlich, dass es wirklich, dass man schneller einen Burnout bekommt, wenn man auch versucht, ein nachhaltiges, soziales Unternehmen zu sein, aber auch einfach, weil man damit mehr Herz dran geht. Das heißt, man betrachtet es auch nicht mehr nur als Job, sondern als Passion. Und bei Passion ist es nun mal so, dass man halt leidenschaftlicher wird. Leidenschaftlich positiv, aber auch leidenschaftlich, keine Ahnung, deprimierender oder so. Ne? Also ich denke, da kann der Christian bestimmt auch viel zu sagen, dass es bestimmt auch nicht immer einfach ist und so, obwohl es eine super, super gute Sache ist. So, ne? Gerade wenn man im engen Kontakt mit den Mitarbeitern steht. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich seine Grenzen ausgetestet werden. So, weil man will was Gutes tun, aber man wird immer wieder, ja, über seine Grenzen hinaus geprüft. Ja. Christian, kannst du das bestätigen? Ja, dass man geprüft wird, auf jeden Fall. Und ich glaube, jeder und jede hat da so seine eigenen Strategien, da auch vielleicht manchmal mit Belastungsgrenzen umzugehen. Ich zum Beispiel probiere mir echt eine gute Struktur zu bauen für die Woche. Ich bin eher so Typ bestmöglich planen, wissen, dass dann eh alles über den Haufen geworfen wird. Aber ich fange zum Beispiel in der Regel recht früh an, morgens zu arbeiten. Ich pendel täglich mit dem Zug, alleine eine Stunde Fahrt. Das ist so die erste Stunde des Tages, die ich dann schon um die Zeit habe, Dinge zu tun. Und gleichzeitig höre ich in der Regel spätestens um 18 Uhr auf zu arbeiten, weil ich dann auch gar nicht mehr in der Lage bin, noch irgendwas Konstruktives zu dieser Welt beizutragen. Und probiere am Wochenende nicht zu arbeiten, auch super konsequent. Ich habe keine Arbeits-E-Mails auf dem Handy. Also einfach aus der Erfahrung, dass alleine das Gelegenheit Diebe macht. Also das ist dieses blöde Sprichwort. Wenn ich weiß, dass ich über mein Telefon E-Mails empfangen kann, dann sind diese Geräte so schlau angelegt, dass man natürlich auch nachguckt, oh, was kam denn rein? Und ich habe einfach gemerkt, das addiert überhaupt gar nichts, ob ich irgendwie Samstagabend irgendeine E-Mail lese, weil ich dann eh nichts mehr dazu tue. Habe aber gemerkt, es schafft eher eine Unruhe in mir. Also ich bin da recht streng zu mir selbst. Das klappt trotzdem ziemlich gut, muss ich sagen. Und gleichzeitig aus den Begegnungen mit den Menschen und dem Team ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht probiert, ein kompletter Familienersatz für andere Menschen zu sein, sondern dass man auch, also was wir halt leben wollen, ist, oder was wir hier leben, ist ein empathischer Arbeitgeber erstmal zu sein. Aber am Ende sind wir auch dann nur ein Arbeitgeber. Und so gern man auch alle Sorgen aller anderen Menschen als empathisches Wesen gerne lösen können würde, kann man das natürlich ja nicht. Und ich glaube, da muss man dann auch aufpassen, dass man nicht zu viel mit nach Hause nimmt, aber dass man im Zweifel auch einfach Hilfsangebote irgendwie stellt, wo es halt geht. Und das tun wir halt auch. Ja. Sven, ihr müsst ja manchmal vielleicht auch Entscheidungen treffen, wo man, okay, jetzt keinen Familienersatz darzustellen, ist eine Entscheidung, aber ist natürlich auch irgendwo sinnvoll. Manchmal muss man natürlich auch irgendwie Entscheidungen treffen, so stelle ich mir das vor, wo man mal Kosten kürzen muss oder vielleicht sogar mal jemanden entlassen muss, was so sozial oder nachhaltig eher ein schlechtes Bauchgefühl macht, weil man ja am Ende dann doch wieder in einem Unternehmen ist. Wie gehst du damit um? Ja, ich glaube, also es ist, ich glaube, wir sind allen, klang ja auch schon durch, all irgendwie auch den normalen Zwängen von Unternehmen unterworfen, dass wir irgendwie das Ganze finanzieren müssen, dass wir gucken müssen, wie wir nachhaltig wirtschaften.
Das ist, also ist sogar auch schon vorgekommen, das waren auch so die schwersten unternehmerischen Entscheidungen, die ich jetzt treffen musste, sich halt auch von Mitarbeitern zu trennen. Ich glaube, dann geht es halt da viel darum, wie man das macht und dass man versucht, das eben so sozial verträglich, wie es halt irgendwie geht, nur zu machen. Aber manchmal bleibt einem dann auch nichts anderes, leider nichts anderes übrig, weil irgendwie Finanzierung schwieriger wird oder weil sich Aufträge eben nicht so materialisieren. Und ich glaube, das ist einfach dann die Verantwortung, die man sowieso dann als Unternehmer hat, aber nochmal mehr in Startups, wie wir es sind, dass man da guckt, wie man da gute Lösungen findet, sehr stark auch hilft dann, dass die Leute dann wieder woanders unterkommen. Aber das kann natürlich immer passieren und das muss man, glaube ich, auch wissen, wenn man über Startups redet. Die meisten Startups scheitern ja. Also das ist ja auch ganz klar, dass jetzt eben alle starten quasi, wie wir ja auch, mit den besten Ideen, besten Absichten, aber ist aus verschiedensten Gründen scheitern ja auch dann die absolute Mehrheit, also 90% oder mehr scheitern ja. Und das ist eben auch das Risiko, was man, glaube ich, für sich dann auch eingehen muss oder sich bewusst sein muss. Also wir haben zum Beispiel auch gesagt, wir geben uns ein Jahr, um das Ganze auszuprobieren. Und wenn wir halt nach einem Jahr merken, das funktioniert halt nicht, dann machen wir mal was anderes. Also dann gucken wir, da muss man dann auch ehrlich zu sich sein und sich ganz klar auch so Haltepunkte setzen und sagen, okay, ist das jetzt noch realistisch oder ist das, erfüllen wir unsere Erwartungen oder steigert man sich dann gerade, wenn man sehr missionsbetrieben ist, auch dann so da rein und sagt dann, okay, eigentlich finden wir super und das Team vielleicht finden es auch noch super, aber der Rest der Welt irgendwie nicht. Ich glaube, das ist dann schon wichtig. Okay. Ja, wir kommen jetzt langsam zu Ende der Diskussion beziehungsweise der ganzen Fragen, die ich mir überlegt habe. Und es kommt langsam in die Phase, dass ihr gleich dran seid, Fragen zu stellen. Ich habe gesehen, im Chat sind schon ein, zwei Fragen aufgeploppt. Ihr könnt die natürlich im Chat stellen. Ihr könnt die auch an Hanna Zimmermann im Chat schicken oder ihr könnt gleich eure Hand heben und eure Fragen persönlich stellen. Ich möchte euch schon mal ermutigen, dass ihr die Fragen stellt, wenn ihr echt Lust habt, sowas mal zu machen oder einfach Interesse habt, weil so Möglichkeiten wie einfach mal Christian, Sven und Lea zu treffen, das ergibt sich halt im Alltag nicht so oft. Deswegen nutzt das und stellt gleich eure Fragen. Ja, dann würde ich gerne von euch nochmal wissen, wenn ich jetzt hier gerade im Publikum sitze und sage, okay, ich habe jetzt so richtig Lust bekommen, nachdem ihr das erzählt habt, ich will mich auch erfüllt fühlen von meinem Arbeitsleben, ich möchte auch flexibel sein. Was muss ich denn mitbringen, um dann GründerInnen werden zu können? Lea, vielleicht kannst du das einmal so einen kurzen Abriss darüber geben, was du denkst. Was sind so Eigenschaften, Fähigkeiten, die man schon können sollte? Ganz klar Leidenschaft. Also Leidenschaft für das Thema, was dich beschäftigt und genau alles Weitere. Also ich glaube, jeder Mensch, deswegen fand ich diese Vision, von was Christian so erzählt hat, super, super schön. Jeder Mensch hat so krass coole Skills, so, ne, egal jetzt, wie sein Leben davor abgelaufen ist oder so, aber jeder bringt so eine Einzigartigkeit und Stärken mit sich und sich darauf zu fokussieren. Fehler kann man immer noch ein bisschen optimieren, aber man sollte sich immer auf seine Stärken fokussieren. Und ich glaube, wenn man weiß, was man will und was man kann und sich da auf das ganze Positive in sich konzentriert, dann ist das die Grundbasis, meiner Meinung nach. Konzentrieren, aber man kann auch die Dinge lernen, hast du gerade gesagt. Ne? Man muss nicht alles gleich können, sondern man kann sich auch mit der Zeit dann noch entwickeln. Genau, also es ist also bescheuert zu sagen, okay, ich muss BWL studiert haben, ich muss das studiert haben, ich muss die und die Schulung gemacht haben. So, es gibt mittlerweile so viele Wege, wie also auch beraten lassen von anderen Gründen, bei so einer Veranstaltung zum Beispiel, sich mit anderen Freunden unterhalten, Familien, Erfahrungswerte sammeln, einfach im Austausch bleiben. Und ich glaube auch, also was mir persönlich immer sehr geholfen hat, ist, also wirklich jedem davon zu erzählen, was ich so mache, also auch von seiner leidenschaftlich seiner Idee zu sprechen und was da alles rauskommt und wie viel Input man dadurch bekommt, dadurch lernt man ja auch ganz viel und das findest du auch in keinen Büchern oder auf jeden Fall selten, aber du musst halt echt viele Bücher wälzen. So, ne? Ja. Genau. Und wenn man dann entscheidet, okay, ich habe jetzt verstanden, Lea sagt, ich muss gar nicht alles schon können, ich kann das auch lernen, kann man auch sagen, starte einfach mal und du lernst dann das meiste noch dazu. Christian, was denkst du dazu? Oder Lea, du wolltest gerade was dazu sagen.
Also ein bisschen Vorplanung sollte man schon. Vieles kommt dann auch ein bisschen anders, als man denkt, aber man hat ja diese Grundidee. Aber man sollte sich schon wirklich ein paar Mal mehr überlegen. Man kann ja auch mal nebenbei was anfangen, aber man merkt dann schnell auf Dauer, okay, ich muss jetzt diesen Schritt gehen, mich komplett selbstständig zu machen, ganz oder gar nicht. Und daran merkt man ja auch, ob man wirklich zu 100% auch mit Herz dabei ist. Ne? Ja. Genau. Also ein bisschen Vorsicht ist geboten. Bevor ich das dann starte, gibt es so ein, zwei Grundfragen, die ich mir auf jeden Fall stellen sollte, Christian, wo ich sage so, ja, okay, kann ich mein Leben jetzt daran anpassen oder sowas in der Art? Ja, ich glaube, die Grundfrage ist, also was ist, warum mache ich das? Also ich glaube, wenn man jetzt sagt, ich mache das, weil ich glaube, dass ich damit mal schwer reich werde, dann kann das eine Motivation sein, wenn man sagt, ich mache das, weil ich in anderen Jobs gemerkt habe, dass es mich total unglücklich macht, dann ist das ja erstmal eine andere Antwort darauf. Also ich glaube, erstmal für sich selber probieren herauszufinden, warum würde ich das tun wollen? Und dann wissen, ob der Risiken, die dann natürlich auch sind, weil klar, es ist das Scheitern ist näher dran als der Erfolg, wenn man sich alle Statistiken anguckt. Und dann aber trotzdem in sich reinzuhorchen und zu sagen, ja, aber geil, ich will das halt aber trotzdem machen. Ich glaube, dann ist man an dem Punkt, den Lea gerade gesagt hat, nämlich wirklich dann auch zu merken, oh, da ist aber eine Leidenschaft. Und wenn man es dann noch mit anderen Leuten teilt, dann sollte man es unbedingt weiter verfolgen, glaube ich. Ja. Es ist eine Frage des Bauchgefühls. So. Und vielleicht auch so zusätzlich kommt bestimmt auch Timing. Wir gehen im Gateway immer davon aus, dass eigentlich so die Studierendenzeit sich für eine Gründung gut anbietet, weil man da vielleicht auch noch nicht so hohe Kosten hat, viel Hilfe erfährt von unseren Angeboten. Sven, würdest du ermutigen, die Leute, die hier im Publikum sitzen, vielleicht auch schon während des Studiums eine Gründung zu machen? Oder wie siehst du das? Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, man je früher man auch sich ausprobiert und Dinge ausprobiert, ist enorm wichtig. Und ich glaube, es gibt die Angebote, von denen du ja gesprochen hast, die gibt es gerade im Studiumfeld oder dann nah am Studium sehr, sehr viel. Und man hat da auch weniger, also jetzt Sinne, wir haben es ja mit Familie gemacht, aber das bringt einfach viel mehr Verantwortung und andere Komplikationen quasi ja auch mit. Deswegen, also wenn man Student ist und Sachen ausprobieren kann, da eine Idee hat, sollte man auf jeden Fall einfach versuchen, mal die zu testen, weil, wie du schon sagst, man hat ja auch nicht so viele Kosten, kann noch sehr viele Angebote wahrnehmen. Und ich glaube, das Wichtigste ist aber wirklich auch zu sagen, ich spreche mit Leuten drüber, ich teste die Idee, weil das gehört, finde ich, schon dann dazu, zu gucken, das zu validieren, dass man sagt, okay, das geht, finde ich nicht nur super, das finden nicht nur meine Freunde super oder so, sondern das finden auch ein größerer Teil der Kunden, die das am Ende nutzen sollten und die dafür auch bezahlen sollten, gut. Und das kann man aber auch relativ früher machen. Und wir haben zum Beispiel angefangen, wir hatten noch gar keine App, da haben wir einfach so Stempelkarten ausgegeben. Und die Leute haben sich auf so einem iPad angemeldet bei uns. Und wir haben einfach alle unsere ersten 200 User, haben wir alle persönlich angesprochen. Und die hatten am Ende so eine Stempelkarte mit einem QR-Code drauf. Also man muss dann wirklich gucken, okay, was ist so die Basisversion, wie man so Sachen auch testen kann, bevor man sich eben da komplett auch reinstürzt. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel, bei euch ist das ja auch alles so ein Team entstanden mit euren CofounderInnen. Wenn ich jetzt selber keine Freunde oder Bekannte habe, die Bock haben, ein Startup zu gründen oder sagen, ja, ich würde das mit dir gemeinsam machen, wo kann man auch irgendwie anderes noch Leute finden und dann dafür vielleicht auch begeistern für seine Idee, Christian? Bestimmt. ich kann mir nur vorstellen, dass es wahrscheinlich auch viel, also bei mir persönlich war eben die Konstellation so, dass es schon Kontakte gab, also ganz konkret mit Tim zuerst und dann eben mit Stefan, die sozusagen der Energiekosmos auch um mich rum waren, weil das ist ja schon so, dass wenn man Leidenschaft mitbringt, auch gerade irgendwie andere Planeten so ein bisschen um sich rum braucht, um sich da auch, um die Energie irgendwie weiter auch voranzutreiben. Wenn man das nicht hat, gibt es, glaube ich, kommt auf die Stadt an, aber ich glaube, in jeder größeren Stadt und auch inzwischen in kleineren Städten gibt es ja irgendwie Coworking Spaces, GründerInnen, Stammtische und Co-Universitäten, die das fördern. Ich glaube, da würde ich auch einfach eine Offenheit mitbringen, da einfach mal hinzugehen, im Zweifel auch alleine sich mal anzumelden zu irgendwas.
Und einfach mal hinzugehen und Menschen zu treffen. Und ich glaube, der Rest ergibt sich dann von alleine. Ja, es gibt sogar mittlerweile so Plattformen wie Foundario, da kann man sogar MitgründerInnen suchen. Ich habe das sogar mal gemacht, das ist auch eine Möglichkeit, habe mich dann mit Gleichgesinnten sozusagen getroffen, bin dann aber am Ende an der Uni gelandet, also bei mir ist es mit Startup nichts geworden, aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Auch unsere Workshops heute Nachmittag könnten eine Möglichkeit sein oder irgendwie die Angebote des Gateways, der Career Services, um Leute kennenzulernen, die auch Bock drauf haben. Ich möchte jetzt von euch allen jetzt mal so eine Abschlussmotivation für unsere Studierenden, bevor wir gleich in die Fragerunde kommen. Wenn ich jetzt hier sitze und jetzt richtig Lust habe, was würdet ihr denn noch so jemandem mitgeben, der jetzt sagt, ich hab jetzt Lust, aber ich weiß jetzt nicht, wie fange ich sofort an? Und was würdet ihr denn jetzt noch so als Motivation, das zu machen, mitgeben? Lea? Drüber reden. Also einfach immer weiter drüber reden, weil wenn ihr selber drüber redet und dann merkt, wie das Feedback von den anderen ist, dann geht ihr eh noch tiefer rein in diese Passion. Und wenn man die ganze Zeit diese Idee nur in seinem Kopf hat und nicht laut ausspricht, dann bleibt es auch bei einer Idee. Also ihr müsst eure Idee aussprechen. So, selbst wenn die Idee sich dann irgendwie anfängt zu verändern, aber ihr müsst sie aussprechen. Wenn ihr nicht anfangt, sie auszusprechen, dann wird es nie was. So, ne? Also einfach sich trauen und mutig sein. Genau. Sven, was würdest du sagen? Ja, ich hätte es auch gesagt, einfach mal machen, just do it, also ausprobieren, rausgehen, das versuchen zu verkaufen, also man braucht ja nichts, also man kann ja erstmal nur das Konzept versuchen, anderen Leuten schmackhaft zu machen und dann zu sehen, okay, wie kommt das an, weil darüber lernt man am meisten am Ende. Ja. Christian, würdest du auch sagen, einfach machen? Ja, absolut. Ja, keine Scheu haben, irgendwie wirklich einfach rausgehen, also einfach rausgehen und loslegen und dann gucken, was zurückkommt. Ja, das ist doch ein super Abschlussplädoyer. Ihr habt ja auch die Möglichkeit, das heute einfach mal zu machen und einfach mal zu starten, viel drüber zu reden, mit anderen Leuten kreativ zu werden und eure eigenen Ideen zu entwickeln.